Am 4.9.1949 hat Hertha Röver angeblich aus Langeweile die Currywurst erfunden. Und wir schauen mal heute, wo uns das Ganze hingebracht hat. Also, anschnallen, los geht's. Eigentlich, dass Hertha Röver eigentlich gar keine Currywurst erfunden hat, denn eine Currywurst ist ja eigentlich nur eine geschnittene Bratwurst. Nein, Hertha Röver hat eine Soße namens Chill Up erfunden und auch patentieren lassen, ein paar Jahre später. Die hat es aber mit ins Grab genommen, also das Rezept. Ob das Patent heute noch besteht, weiß ich gar nicht. Und so sind wir letztendlich in den Genuss gekommen von einer schönen, leckeren Currywurst. Ich habe mal versucht, vor ein paar Jahren schon, die Soße von Hertha Röver original nachzumachen. Ist mir auch ganz gut gelungen. Könnt ihr euch hier mal anschauen. Ein wenig aufwendiger zu machen, die Soße. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, jede einzelne Tropfen. Wusstet ihr eigentlich schon, dass jedes Jahr laut dem Deutschen Currywurstmuseum 800 Millionen Currywürste verdrückt werden? Minus eins. Das heißt, während du dir dieses Video anschaust, werden gerade 15,22 Currywürste verdrückt. Und auch wenn du zurückspulst oder das Video näher nochmal anguckst oder es teilst, werden es immer noch 15,2 sein. Immer. Soll ich euch aber mal was ganz Kurioses verraten? Wenn du dir an der Imbissbude eine Currywurst holst, dann werden 7% Mehrwertsteuer fällig. Wenn du dich aber an den Stehtisch stellst, werden 19% fällig. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Gleiches gilt übrigens auch für diese Bretter hier, die nennen sich im Fachjargon Taschenablage. Wenn diese unter 15 cm sind, dann ist es halt eben eine Taschenablage. Wenn diese über 15 cm sind, gelten als Stehtisch. Also unter 15 cm 7%, über 15 cm 19%. Im Berliner Raum wird übrigens eine Currywurst ohne Darm bevorzugt, während im anderen Teil der Republik eher eine Wurst mit Darm bevorzugt wird. Und auch was die Soßen betrifft, so hat man im Berliner Raum eher Tomatenmark ähnliche Soßen, also fruchtige Soßen, die mit diversen Pülverchen veredelt werden, während man im Ruhrgebiet oder sonstigen Teil der Republik eher eine richtig flüssigere Currysoße hat, die dann einfach nur mit Curry bestreut wird. Es liegt also daran, wo ihr teilweise aufgewachsen seid. Wenn ihr also im Berliner Raum aufgewachsen seid, dann würdet ihr wahrscheinlich eher eine Currywurst mit ohne Darm bevorzugen und mit einer Tomatenmark-ähnlichen Soße. Während ihr im Ruhrgebiet aufgewachsen seid, dann habt ihr wahrscheinlich eher eine mit einer schönen knackigen Pelle und einer leckeren Currysoße. Eine durchschnittliche Currywurst wiegt übrigens 120 Gramm und das entspricht ungefähr 400 Kalorien. Um das gleiche in Kartoffeln zu essen, müsste man ungefähr ein halbes Kilo Kartoffeln essen. Kartoffeln? Kartoffeln? Pommes? Meine Platte! Hey. Ja, das waren ein paar Fakten rund um den Tag der Currywurst. Und wenn ihr jetzt auch Hunger habt auf Currywurst, gebt mal einen Daumen nach oben und ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Sehen wir schon wieder. Im Übrigen wiegt eine normale durchschnittliche Currywurst circa 400. Auto. Da kommt ein Auto. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Fahr schneller. Los. Weg, weg, weg. Boah, ich musste für das Video so viele Currywurst essen. Boah. Nicht mehr feierlich.